Die Geschichte beginnt mit einem gewöhnlichen Morgen in der Stadt. Aber für den Highschool-Schüler und Künstler Mark ist alles andere als normal. Er steckt in einer Schleife fest und erlebt den gleichen Tag immer wieder. Mark kennt jedes kleine Detail auswendig. Wie seine Mutter zur Arbeit geht, Frühstück mit seinem Vater Daniel und seiner Schwester Emma und sogar ihre Gespräche vorhersagen, wie Emma, die ihn immer zu ihrem Fußballspiel einlädt, was er immer ablehnt. Im Laufe des Tages radelt Mark durch die Stadt, weiß genau, was jeder tun wird. Aber meistens genießt er die Schleife, macht Dinge wie das Kaufen von gewinnenden Lotterielosen oder albernes Herumspielen auf einem Bagger. Die Schule wird für Mark zu einem No-Go, aber er nimmt sich trotzdem Zeit, Phoebe zu helfen, ein Mädchen, in das er verknallt ist. Jeden Tag geht er bei ihr vorbei, um ihr Anweisungen zu geben, aber es fällt ihm schwer, ein echtes Gespräch zu beginnen. Nachmittags ist er im Schwimmbad und eilt herbei, um Phoebe vor fliegenden Bällen oder Stürzen zu retten. Manchmal begleitet er sie nach Hause, aber sie sagt nie zu, später etwas zu unternehmen. Wenn Marks Frustration ihren Höhepunkt erreicht, hängt er mit seinem Kumpel Henry ab, der auf einem schwierigen Level eines Videospiels feststeckt. Mark und Henry fanden sich eines Tages plaudernd wieder und erkundeten die Tiefen der Vorstellungskraft. Er drückte seinen Wunsch aus, das Herz seiner Geliebten zu gewinnen, in der festen Überzeugung, dass mit unendlichen Chancen der Erfolg unvermeidlich sei. Dennoch erkannte er weise die Belastung an, die eine solche Wiederholung für den Geist bedeuten würde, und betonte die Bedeutung, sich aus dem Kreislauf zu befreien. Mark, vielleicht seine Verletzlichkeit maskierend, malte ein Bild der Größe, in dem er die Herrschaft über die Welt in einem solchen Szenario verkündete. Ungeachtet dessen verfolgte Mark Phoebe täglich im Schwimmbad, in der Hoffnung auf einen Durchbruch. Doch an einem schicksalhaften Nachmittag griff Margaret ein und störte die vertraute Routine. Fasziniert von dieser unerwarteten Wendung folgte Mark ihr, als sie ging, aber seine Versuche, eine Verbindung herzustellen, wurden vereitelt, als sie in der Ferne verschwand. Er suchte unermüdlich nach Margaret und sehnte sich danach, Trost in Gesellschaft zu finden. Doch sie blieb flüchtig und ließ ihn über die Möglichkeit eines gemeinsamen Gefangenseins nachdenken. Am Pool erwies sich als fruchtlos, ebenso wie der Versuch, sie über das verlorene Hundeflyer zu erreichen, den sie zurückgelassen hatte. Er fand Margaret, die an der Wand lehnte, und ein Gefühl der Erleichterung überkam ihn. Nervös, aber entschlossen, fragte Mark nach der Zeitschleife, und Margaret bestätigte, dass sie auch darin feststeckte. Sie unterhielten sich unbeholfen und stimmten überein, dass es sich anfühlte, als wären sie die Einzigen, die in einer schlafenden Welt wach waren. Margaret wollte gehen und war nicht darauf aus, mit Mark Freundschaft zu schließen. Aber er überzeugte sie, noch etwas länger zu bleiben, indem er einige lustige Dinge teilte, die er in der Stadt entdeckt hatte, wie etwa ein Hund, der einem Mann das Handy stahl. Als Margaret einen wichtigen Anruf erhielt, musste sie gehen. Aber Mark schaffte es, ihre Nummer zu bekommen, damit sie in Kontakt bleiben konnten. Bevor die Uhr Mitternacht schlug und der Tag zurückgesetzt wurde, prägte sich Mark Margarets Nummer ein. In den folgenden Schleifen experimentierte er mit verschiedenen Frisuren und schickte ihr Bilder, aber sie antwortete nur, wenn er sie zum Treffen aufforderte. Allmählich begannen sie sich einander zu öffnen, wobei Mark enthüllte, dass er nur zweimal in die Sommerschule gegangen war. Mark hegt den tiefen Wunsch, eine Kunstschule zu besuchen, aber seine Eltern haben es sich in den Kopf gesetzt, ihn in Richtung Mathematik mit Auszeichnung zu lenken. Er sehnt sich danach, dass die Zeitschleife ihn vor der unvermeidlichen Diskussion über die Zukunft bewahrt, die Daniel, sein Vater, geplant hat. In der Zwischenzeit hegt Margaret, die in Advanced Placement Kursen eingeschrieben ist, Träume davon, als Astronautin ins Weltall zu reisen. Inmitten des Chaos der Wiederholung finden sie Trost darin, ihre Abenteuer zu teilen. Mark erzählt von seinen kühnen Eskapaden, vom Hüpfen auf Güterzüge bis zum Radfahren durch die Schulflure, während Margaret in ihren kühnen Unternehmungen sich selbst mit der Schach-App herausfordert und sogar versucht, nachdem sie das Auto ihrer Freundin ausgeliehen hat, Auto zu fahren. Ihre wahre Leidenschaft liegt jedoch im geheimnisvollen Wald am Stadtrand, den sie gerne mit Mark teilt. Zusammen erleben sie ein faszinierendes Naturschauspiel, wenn ein Vogel anmutig einen Fisch aus dem See schnappt und sie beide in Ehrfurcht versetzt. Margaret bietet Mark freundlicherweise an, ihn nach Hause zu bringen, nur um von einem weiteren dringenden Anruf unterbrochen zu werden, diesmal von jemandem namens Jared. Als die Schleife zurückgesetzt wird, ergreift Mark die Gelegenheit, mit Margaret eine Erfahrung zu teilen, indem er sie in die Skateboard-Kultur der Stadt einführt.
Mitten in den mittelmäßigen Vorführungen werden sie von einem geschickten Manöver eines Skaters fasziniert, das an den anmutigen Fang später begeben sie sich auf eine unkonventionelle Reise, fahren mit einem Dampfwalzen durch die Straßen, während Marks Neugierde bezüglich Jared an ihm nagt. Mark und Margaret genossen einen Berg von Fastfood und Eis in einem Restaurant, als Mark einen tiefen Gedanken teilte. Er glaubte, dass das Leben größtenteils mit banalen Dingen gefüllt ist, aber inmitten von allem gibt es Momente purer Brillanz, die darauf warten, entdeckt zu werden, wenn wir nur danach suchen. Inspiriert schlug Mark vor, dass sie eine Quest starten sollten, um alle kleinen, perfekten Dinge in ihrer Stadt aufzudecken. Margaret war zunächst nicht überzeugt und bevorzugte es, einfach durchs Leben zu gleiten. Aber sie gab nach, als Mark sie daran erinnerte, dass sie nur einander haben und ihre gemeinsamen Erfahrungen Bedeutung haben sollten. Ihre Reise begann damit, dass sie wahllos Dollarbeträge für Fremde liegen ließen, während sie Theorien über die vierte Dimension diskutierten. Ein Konzept, das Margaret faszinierend, aber schwer fassbar fand. Sie zeichnete sogar einen 4D-Würfel auf ein Schaufenster, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Von dort aus verbrachten sie ihre Tage damit, ihre Stadt zu erkunden, einzigartige Momente zu ergreifen, wie das Zeugen einer älteren Frau, die vor Freude tanzt, nachdem sie ein Kartenspiel gewonnen hat, das Beobachten eines Mannes, der scheinbar Flügel bekommt, als ein Lieferwagen hinter ihm anhält, und das Beobachten eines Hausmeisters, der seine Arbeit unterbricht, um Klavier zu spielen. Margaret sorgte auch dafür, dass sie Mark gelegentlich in die Bibliothek schleppte, um ihm Mathematik beizubringen, und fügte ihren Abenteuern eine Prise Lernen hinzu. Aber egal, wie magisch ihre Tage wurden, verließ Margaret immer abrupt, wenn sie einen Anruf von Jared erhielt, obwohl sie insgeheim wünschte, dass die Zeit für immer stehen bleiben würde. Nach einem vergnüglichen Abend, bei dem er seinen Vater neckte und sein neues Tattoo präsentierte, wacht Mark mit brennender Neugierde bezüglich Jared auf. Eine schnelle Internetrecherche lässt ihn sich klein fühlen, als er das Bild von Jared als Mitarbeiter eines Krankenhauses entdeckt. Auf der Suche nach Rat wendet sich Mark an seinen Freund Henry, um Hilfe bei seinen wachsenden Gefühlen für Margaret zu bekommen. Henry schlägt eine Stealth-Date-Strategie vor, mit lockeren Treffen beginnen und allmählich romantische Elemente hinzufügen, bis der perfekte Moment für einen Kuss kommt. Nach viel Planung und einigen Bestechungen an die Kunstschüler überrascht Mark Margaret mit einem Ausflug in die Sporthalle seiner Schule, die in Tranquility Base umgewandelt wurde. Sie verbringen den Tag damit, Astronauten zu spielen, sich an Astronautennahrung zu laben und sogar mit dem Fahrrad durch die Schulflure zu fahren. Später, bei Mark zu Hause, teilt er mehr über seine Familie mit Margaret, seine fleißige Mutter, die er aufgrund ihres vollen Terminkalenders selten sieht, und seinen Vater, der nun ein Buch über den Bürgerkrieg schreibt. Sie sich für einen gemütlichen Filmabend, während dem Margaret Marks Kunst bewundert und eine Karte entdeckt, die er gezeichnet hat und auf der all die besonderen Momente markiert sind, die sie in der Stadt geteilt haben. Mark beeindruckt Margaret mit seiner Hingabe, jeden Morgen Frühstück zu machen, in der Hoffnung, ein verborgenes Muster zu finden. Während sie einen süßen Moment über der Karte teilen, neigt Mark sich für einen Kuss vor, aber Margaret weicht zurück und verweist auf ihre Situation und die Notwendigkeit, Komplikationen zu vermeiden. Mark, verletzt, vermutet Jareds Beteiligung und drängt Margaret auf Antworten, was dazu führt, dass sie platzt und ihre Angst vor einer Beeinträchtigung ihrer Bindung erklärt. Im nächsten Zyklus verschlechtert sich Marks Stimmung und er verzichtet auf seine Frühstücksvorhersagen. Auf der Suche nach Trost vertraut er sich Henry an, der Schwierigkeiten hat, Marks emotionale Turbulenzen zu verstehen, was Marks Frustration verstärkt. Zu Hause angekommen steht Mark einer Konfrontation mit Daniel über seine Zukunft gegenüber, was zu einem hitzigen Streit führt, bei dem Mark seine Frustrationen darüber ausdrückt, dass die Zeit kaputt ist und sein empfundenes Unfaireres behandelt werden im Vergleich zu Daniels Bemühungen um ein Buch über die Midlife Crisis. Auf der Flucht vor Emmas Geigenspiel zieht sich Mark in ihr Zimmer zurück und bittet sie aufzuhören. Mark gesteht seine Frustration darüber, dass er seine Träume nicht verfolgen kann, wie es sein Vater getan hat. Emma offenbart die Wahrheit. Ihr Vater wurde gefeuert. Eine Tatsache, die er zu peinlich findet zuzugeben, was ihre Familie in eine finanzielle Klemme bringt. Ihre Mutter ist wütend, enthält sich jedoch des Sprechens. Und ihr Vater unterstützt heimlich Marks Wunsch nach einer Kunstschule, aber finanzielle Hürden stehen im Weg. Im nächsten Loop sucht Mark Rat bei seinem Algebra-Lehrer, Herrn Pepper, der sich aufgrund seiner unregelmäßigen Teilnahme kaum an ihn erinnert.
Mark diskutiert verschiedene Theorien über die Zeitschleife, von Wurmloch bis zu magischen Flüchen. Aber Herr Pepper schlägt das Konzept der Singularität als plausible Erklärung vor. Mark ist überzeugt, dass das Entkommen aus der Schleife so einfach ist wie das Besteigen eines Flugzeugs und Wegfliegen. Bei ihrer nächsten Begegnung realisieren Mark und Margaret, dass sie alle perfekten Momente in der Stadt ausgeschöpft haben, aber die Zeit bleibt still. Mark wird frustriert, sehnt sich nach Beständigkeit und einer Karriere jenseits der Schleife. Um ihn abzulenken, nimmt ihn Margaret zu einem Ausstellungshaus mit, wo sie fröhlich Chaos trotz des Spaßes besteht Mark darauf, die Schleife zu verlassen, sobald sie fertig sind. Margaret argumentiert, dass das Erwachsenenleben nur Eintönigkeit ist und plädiert für die Freiheit, die sie in ihrem aktuellen Zustand genießen. Am nächsten Morgen besteigen sie ein Flugzeug nach Tokio, aber Margarets Nerven veranlassen sie zur Flucht, während Mark abgelenkt ist. Entschlossen, das Beste aus der Reise zu machen, verbringt er den Flug mit Kunst. Als sie dem internationalen Datumsgrenze näher kommen, bereitet sich Mark auf das Kommende vor und ist gespannt darauf, das Ergebnis seiner kühnen Entscheidung zu entdecken. Enttäuscht von seinem gescheiterten Versuch, die Schleife zu durchbrechen, findet sich Mark wieder am gleichen Tag. Doch er nimmt eine ruhigere Haltung an, die positive Reaktionen von seiner Schwester und seinem Vater hervorruft. Er verschenkt einen Gewinner-Lottoschein, rettet eine Katze, tanzt mit einer älteren Frau, applaudieren dem Hausmeister für seine Musik und besucht sogar den Algebra-Unterricht. Um Mr. Trotz eines Missgeschicks beim Versuch eines Skateboard-Tricks genießt Mark die Qualität seiner Zeit mit Henry und Emma. Bei einem Krankenhausbesuch für sein gebrochenes Handgelenk trifft Mark auf Margaret und erfährt die herzzerreißende Wahrheit hinter ihrer Zurückhaltung, die Schleife zu verlassen. Ihre Mutter Greta kämpft gegen Krebs. In den folgenden Schleifen wacht Mark mit neuem Mitgefühl auf, eilt zu seiner Mutter und vertraut sich Henry über Margarets Situation an. Mark erkennt, dass die eigentliche Hauptfigur dieser Geschichte Margaret ist, die sich danach sehnt, dass die Zeit stillsteht, damit ihre Mutter leben kann. Später stellt Margaret fest, dass sie beim Schach verliert und über dem Ort nachdenkt, an dem sie einmal einen perfekten Moment mit Engelsflügeln erlebt hat. Obwohl sie ihn rettet, entscheidet sich Margaret dagegen, ihn seinem Besitzer zurückzugeben, da sie weiß, dass er am nächsten Tag wieder verloren gehen wird. Anstatt sich auf den Zyklus zu konzentrieren, richtet Margaret ihre Aufmerksamkeit darauf, Henry B.I. einem Videospiel zu unterstützen. Die wiederholten Tode des Charakters und sein schließliches Überleben führen zu einer tiefen Erkenntnis in ihr. Das Vermeiden des Todes führt zum Verlust der Identität. Inspiriert von der Karte des Spiels, erinnert sich Margaret an Marks Theorie über perfekte Momente, die ein Muster erzeugen. Mit einer Karte der Stadt beginnt sie, jedes kleine Detail zu dokumentieren, fest entschlossen, das entziehende Muster selbst aufzudecken. Nach sorgfältiger Prüfung jedes perfekten Moments und genauer Betrachtung der Karte spürt Margaret, dass etwas Entscheidendes fehlt: die Zeit. Mit Schnur bewaffnet konstruiert sie ein dreidimensionales Modell, das die Zeiten und Orte dieser Momente repräsentiert und schließlich den Schatten eines VD-Würfels bildet. Unter Anerkennung eines fehlenden Eckpunkts führt Margaret Berechnungen durch und bestimmt, dass der letzte Moment um 19 Uhr am Pool stattfinden wird. Im nächsten Loop vertraut sich Margaret Greta an, drückt ihre Ängste aus, ihre Mutter zu verlieren. Greta beruhigt sie, ermutigt Margaret, die perfekten Momente des Lebens zu umarmen und erinnert sie an ihre innere Stärke, um durch schwierige Zeiten zu navigieren. Nach einigem Nachdenken kommt Margaret ein paar Minuten vor 7 Uhr am Pool an, wo sie auf Mark trifft. Sie enthüllt ihre Entdeckung über das Muster, aber Mark gesteht, dass er sich Gretas Zustand bewusst ist und sich entscheidet, in der Schleife zu bleiben, um sie zu unterstützen. Berührt von seiner Selbstlosigkeit verrät Margaret ein Geheimnis. Sie hatte sich gewünscht, dass die Zeit in der Nacht stehen bleibt, bevor die Schleife begann, als sie von Gretas begrenzter Zeit erfuhr. Marks Anwesenheit ergibt jetzt für sie Sinn. Er ist da, um sie durch ihre letzten Momente zu begleiten. Sie erklärt diesen Moment als ihren letzten perfekten und teilt einen Kuss mit Mark. Während sie auf Mitternacht warten, deutet ein plötzlicher Regenschauer auf ihre Befreiung aus der Schleife hin. Am nächsten Morgen bringen Margaret und Mark den verschwundenen Hund mit seinem Besitzer zusammen, was einen Neuanfang außerhalb der Grenzen der Schleife symbolisiert.